Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Und vielleicht ganz am Anfang, abonniert den Kanal, denn da seid ihr umfangreich informiert mit quasi allem, was neu auf dem Automobilmarkt passiert. Und im Gegensatz zu dem, wie sonst im Leben läuft, kostet es euch nichts. Ihr habt nur was davon. Versprochen. Und jetzt geht's auch los mit einem Auto. Und wenn ich so anschaue, beginne ich dieses Review mit einer steilen These. Ich bin ja nicht so der SUV-Fan, aber wenn ich ein SUV kaufen müsste, dann wäre es der. Warum? Das erfahrt ihr heute in diesem Review. Und jetzt laufen wir mal ins Profil. Hier steht da der frisch faceliftete Jaguar F-Pace. Und für die britische Marke Jaguar ist das ein enorm wichtiges Auto. Deshalb wollte man den eigentlich mit einer Riesenparty in Spanien vorstellen. Aber jetzt sind wir doch nur hier in München. Macht aber nichts. Ihr könnt trotzdem dranbleiben, weil ich erkläre euch den trotzdem umfassend. Was hat sich getan in aller Kürze? Ein Müh an der Optik hat sich verändert, aber das hat große Auswirkungen. Noch viel moderner und noch neuer ist der Innenraum. Und wir haben jetzt bis auf einen mildhybridisierte Motoren und eben den ersten Plug-in-Hybriden. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir den heute uns einfach mal an. Das werden wir machen. Wir beschäftigen uns mit der elektrischen Reichweite, mit der neuen Optik eben. Wir beschäftigen uns mit dem neuen Innenraum, mit dem PV-Infotainment, wie man den so schön machen kann, wie er jetzt hier steht. Wir beschäftigen uns mit dem Innenraum, mit dem Kofferraum, mit den Nachteilen von Plug-in-Hybriden, den Vorteilen inklusive ja, Ladefähigkeit bzw. Förderung, und wir beschäftigen uns ja ganz einfach damit, warum das SUV ist, was ich mir in der Kompaktklasse kaufen will. Ich bin übrigens der Jan, abonniert den Kanal, nicht vergessen, ne? Und dann gibt es einen kleinen Kuss von mir am Anfang. Muah. Ja, und jetzt sprechen wir so ein bisschen über die Historie von unserem F-Pace. Und erstmal ist es natürlich mega spannend, weil der ist seit 2016 auf dem Markt, verkauft sich wie geschnitten Brot. Ist, glaube ich, ja, eins der erfolgreichsten Modelle von Jaguar. Aber dass man bei Jaguar was machen muss, das ist klar, weil die Elektrifizierung steht vor der Tür. Da ist man ein bisschen hinten dran. Jetzt gibt es hier einen Plug-in-Hybriden. Den ersten bei Jaguar, wir haben ja noch den kleineren E-Pace, wir haben den vollelektrischen I-Pace, den wir euch auch schon öfter vorgestellt haben. Und jetzt hier eben den ersten Plug-in-Hybriden. Warum wollen die Leute alle Plug-in-Hybride zurzeit? Genau, ihr bekommt 6.750 Euro maximal Förderung, ihr zahlt nur 0,5% Dienstwagensteuer. Ist bei so einem Auto, das ja auch oft als Dienstwagen genutzt wird, wirklich wichtig. Gebaut wird er weiter in Sullivan, England, die Wettbewerber Mercedes GLC, BMW X3, Volvo XC40, die haben alle schon Plug-in-Hybride, und dann wird es jetzt Zeit, dass der hier nachzieht. Und wenn man dann so ein bisschen drüber spricht, ja, wo es mit Jaguar hingeht, dann sagen die, ab 2025 wollen wir nur noch vollelektrische Modelle auf die Straße bringen, und das hier ist jetzt mal ein Anfang, und deswegen ist es halt auch so spannend, wie man das jetzt geschafft hat. Der Hauptgrund, warum Menschen Autos kaufen, vor allem Premium-Autos, ist in erster Linie das Design, so viel steht fest. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir ein SUV kaufen müsste, dann wäre es der, weil ich finde, das ist das schönste Kompakt-SUV. Fertig. Ich stehe auf die Jaguar-Optik, und man hat es geschafft, dieses Design, was ja sonst im F-Type ist, hier auch in den F-Pace zu bekommen. Er sieht nur ein bisschen hochgebockt aus, aber das haben ja eben alle SUVs. Und jetzt geht es natürlich darum, wie groß ist er. Bei den Maßen hat sich nicht so viel getan. Ja, der ist jetzt 4,75 Meter lang, 2,1 Meter breit und 1,66 Meter hoch. Und euch interessiert natürlich neben meinem ganzen Geschwafel ganz bestimmt auch, was ist jetzt neu an? Und beim Vorgänger fand ich es immer so ein bisschen schade, weil die Haube war so ein bisschen lang nach vorne gezogen. Hier ist jetzt der Kühlergrill nach oben gewandert, breiter und größer geworden gefühlt. Und wenn ihr mal hier reinschaut, haben wir hier so ein Diamantmuster. Denkt man. Und ihr sagt, Diamanten, die sind aber nicht schwarz. Ja genau, weil neu ist jetzt auch, dass ihr neben S,
SE und HSE nicht nur AirDynamic drauf bekommt, wie es jetzt hier ist beim P400e, sondern eben auch das Black-Paket. Und da kommt halt dieser Diamantgrill in Schwarz. Mega schick. Und was macht man dann noch bei einem Facelift? Genau, den Stoßfänger anfassen. Hier im Detail dann diese Luftöffnungen, die eigentlich gar keine sind, sind größer geworden. Schöne Lippe hier unten. Übrigens, schaut mal gerne hier ins Kennzeichen. E steht hier drin. Jaguar ist hier vorne drauf. Und das ist halt einfach immer noch eine Premium-Erscheinung, wie ich sie ehrlich gesagt lieb. Und dann ist natürlich eine große Frage, was hat sie noch getan? Ist ein Facelift üblich? Genau. Wir haben zwar immer LED-Scheinwerfer, aber hier ja, sind die 1700 Euro teuren Pixel-LED-Scheinwerfer drauf. Hier steht es auch drauf. Jaguar Pixel Technology. Die haben nicht nur so eine Doppel-J, steht für Jan Jan übrigens wahrscheinlich, Tagfahrsignatur, sondern das sind Matrixleuchten. Heißt, die können Schilder anblenden, Gegenverkehr ausblenden und man kann damit quasi immer mit Fernlicht fahren. Sehr gut, aber das können die anderen auch und 1700 Euro ist natürlich auch ein Wort. Und wenn man jetzt mal ins Profil geht von diesem Auto, dann stehe ich einfach auf die Form, die Dachlinie, die relativ lange Schnauze, die kurzen Überhänge, finde ich einfach ja sehr gelungen. Und jetzt guckt mal hier, neu ist auch, dass ihr hier den Jaguar drin habt in diesem Lufteinlass oder Auslass da vorne, der gar keiner ist. Deshalb ist es eigentlich auch gar nicht so wichtig. Und dann geht es bei 18 bis 21 Zoll Felgen los. Bei dem P-Heft beginnen wir mit 19 Zoll Felgen. Hier sind 20 Zöller drauf. Schickes Design, ganz schwarz, klassisch, besser geht nicht. Jaguar steht hier. Und ein roter Bremssattel. Ja, dann haben wir hier oben die teurere Version vom Glasdach, also kein geschlossenes, sondern eins, das man öffnen kann. Schwarze Dachreling. Ihr seht hier nur schwarze Elemente. Ne? Hier ist kein störendes Silber. Schwarz um die Fensterumrandung. Schwarz dann hier hinten. Schwarz hier unten im Schweller, dann in diesem Einleger drin. Ist schon mega gut. Und dann kann ich euch eins sagen. Wie lädt man denn dieses Auto? Das ist ganz, ganz wichtig bei Plug-in-Hybriden und die solltet ihr auch laden. Wenn ihr den nicht vorhabt, an der Steckdose zu laden, dann schaltet jetzt aus, okay? Also, 17,1 Kilowattstunden fassender Akku liegt unten quasi unter dem Ladeboden, macht ihn ein bisschen kleiner. Der Tank auf der anderen Seite ist 69 Liter groß, 13 Liter etwa kleiner als bei den Nicht-PHEV-Modellen. Und hier seht ihr, der ist AC und DC ladefähig. Und jetzt vielleicht erstmal AC, also Gleichstrom, könnt ihr bis 32 kW laden. In einer halben Stunde wäre er dann bei 80%. Und ihr könnt den DC, also Wechselstrom, an der Wallbox zum Beispiel zu Hause laden mit bis zu 7 kW. Dann wäre er in 2 Stunden voll und an der normalen 2,3 Kilowatt Steckdose wäre er in 5 Stunden voll. Schnellladen funktioniert dann übrigens hier unten. Hier seht ihr das. Und jetzt ist ganz interessant, weil ich bin ja nicht nur der verwirrte Typ, der euch jetzt erzählen will, wie so ein Auto aussieht. Nein, das wäre zu einfach für mich in meinem Beruf. Und ich brauche jetzt keinen Spickzettel, aber ich habe es trotzdem dabei. Aber ich mache ihn erstmal noch weg, damit ihr mir glaubt. Wie ist denn die Motorenverteilung hier drin? Erstmal haben wir einen 2 Liter Vierzylinder Verbrenner da vorne. Und dann haben wir hier in etwa das Getriebe, ist eine 8-Gang Wandlerautomatik von ZF. Und in etwa dazwischen sitzt der Elektromotor. Und über eine Lamellenkupplung bekommen wir die Kraft nach hinten. Heißt, wir haben einen Allrad. Alle F-Pace sind Allrad. Finde ich konsequent für ein SUV. Warum ist das System allerdings ein bisschen nachteiliger, wie wenn der Elektromotor hier hinten sitzen wird? Ja genau, wir haben eine mechanische Verbindung. Das ist ein bisschen langsamer und eben nicht ganz so schnell und flexibel wie andere Systeme, wo der Elektromotor einfach nur an der Hinterachse sitzt oder noch ein zweiter Elektromotor noch vorne ist. Euch interessiert aber vielleicht nicht die Technik, deshalb sprechen wir jetzt wieder über die Optik. Und während vorne die Leuchten neu sind, sind sie hinten auch neu. Und wenn ihr euch auskennt bei Jaguar, dann sehen wir hier diese Doppelschikane, also die Rückleuchten, die eben auch der I-Pace hat. Black-Paket heißt hier, der Jaguar mit großen Lettern ist schwarz, F-Pace steht hier in schwarz, P400e Allrad steht hier, also ist wirklich Allrad. Und natürlich hat man den Heckstoßfänger hier unten angefasst und ja, nicht wie Audi so Fake-Endrohre aller zwei Klopapierrollen dran geklebt, sondern den Auspuff da unten versteckt. Wenn ihr ganz tief guckt, findet ihr ihn vielleicht, da ist er und auf der anderen Seite ist auch einer. Modernes Auto heißt Kamera natürlich nach hinten. Und was natürlich praktisch ist und worum ich immer gebeten werde, wenn ich so ein Plug-in erkläre, ihr könnt den mit einer rein elektrischen Reichweite von 53 bis 57 Kilometern natürlich laden an der Steckdose. Aber ihr habt halt eben hier auch diesen 69 Liter fassenden Tank.
So, der ist 13 Liter kleiner, habe ich ja erzählt. Wo ist jetzt noch der Nachteil? Dazu kommen wir jetzt, denn jetzt spreche ich natürlich über den Kofferraum. Übrigens Bodenfreiheit 21,3 cm, auch ganz gut. Und jetzt guckt mal, was wir hier drin haben. Das ist für mich der einzige wirkliche Nachteil bei dem Auto und das finde ich auch nicht schön gelöst, weil guckt mal hier diesen Kropf, dieses abfallende Ding hier. Das liegt natürlich daran, dass da unten hier eben, schaut mal, relativ unschön der Akku untergebracht ist. Das liegt wiederum daran, dass das Auto ja nicht von Anfang an konsequent als Plug-in entwickelt wurde, sondern man hat überlegt, wo kriegt man den riesigen Akku rein. Ja, da ist er jetzt auf einmal. Und ich habe unterschiedliche Werte gelesen, 120 bis 180 oder 200 Liter soll der Kofferraum kleiner sein als bei den Verbrennern. 600 bis 1300 Liter ist er jetzt groß. Was man allerdings schön gemacht hat hier, ist eben das kleine Täschchen für die Ladekabel. Hier habt ihr einmal ja, das Kabel drin dann für Schnellladen und auf der anderen Seite habt ihr einmal das drin fürs Laden dann zum Beispiel an der Steckdose zu Hause. Eben diese riesige Kachel. Hier ist sie. Schön ist auch, ihr habt hier oben so ein Element, was man abmachen kann. Ne? So, schöne Ladesicherung, kann man aber wieder dran machen. Ist so ein typischer Fingernagelkiller. Zum Glück habe ich nicht so viele Fingernägel. Naja, also 12 Volt Steckdose ist auf einmal hier. Schaut euch die an, die ist sehr praktisch. Da. Und dann kann man natürlich das Kofferraumvolumen, gerade jetzt, weil es kleiner ist, sehr praktisch hier vergrößern. Heißt einmal, heißt zweimal ziehen. Ja, und jetzt habt ihr eine echt große Fläche, wo ihr ehrlich gesagt alles reinbekommt, was man halt so unterbringen will oder muss. Was wir jetzt natürlich machen, ist auf die Rückbank springen. Dann schauen wir mal, hat jetzt der dicke Jan-Mann da hinten Platz oder nicht? Nimmt der Akku mir was weg? Schauen wir mal. Und erstmal großes Kompliment an die ultra geilen Sitze hier. Die sind schmal, die sind schick, die passen in den Jaguar fast besser rein als ich. Auf jeden Fall sind sie schmaler. Und jetzt gucken wir mal hier das Dach an. Das macht es hier hinten mega hell. Hier ist noch so eine Jalousie, damit man es abdunkeln kann. Ihr denkt, das ist normal. Nein, ist es nicht. Tesla Model 3 hatte das nicht und der Polestar 2 hatte das auch nicht. Aber Elektroanbieter müssen ja vielleicht auch sparen. Wer weiß, wie das mit Jaguar dann in Zukunft ist, Land Rover, Range Rover. Aber ich liebe diese Marke, deswegen bleibt uns treu. So, jetzt hier. USB-C-Stecker, 12-Volt-Stecker, hier bekommen wir was unter. Aber die wichtigere Frage ist, Glasdach, habe ich Platz? 1,88 bin ich groß? Ja. Aber es passt gerade noch eine Hand zwischen mir und Himmel. Für die Knie habe ich Platz. Ich glaube, 2,87 Meter Radstand ist natürlich auch echt gut. Und jetzt schaut mal hier, da können wir, wenn wir drauf drücken, dann die Neigung der Lehne nach vorne und hinten verstellen. Was ganz praktisch ist und das kann ich auch bei mir machen. Dafür muss ich die Zündung, glaube ich, wieder anmachen da vorne. So, Zündung an und dann, ja, ihr müsst mir jetzt einfach glauben, ich mache ein Schnittbild drüber. Und dann seht ihr halt auch geil hier, diese Sitze, Armauflage ist hier richtig praktisch. Ihr könnt auch hier nochmal die Rückbank umklappen. Geht auch wirklich 40, 20, 40, richtig gut. Isofix ist auch hier drin. Und jetzt schauen wir mal in die Tür. Übrigens Isofix, eine wichtige Sache. Meine Freunde bekommen mehr Kinder als in so einem Zirkus. Deshalb Isofix, wichtiges Thema. Hier oben schön verarbeitet, hier dieses Alu mit Struktur, Armauflage schön gepolstert, Meridiananlage. Jetzt wird man sich eigentlich nur noch hier drin vielleicht ja, so eine Jalousie noch mal wünschen. Richtig gut, aber ist eben ein Jaguar und das wird immer eine edle Premium-Marke aus England bleiben. Und erfahrene Zuschauer wissen jetzt schon, was passiert. Wir sprechen über den Motor und die Motoren, die ihr da drin bekommt. Und testen gleichzeitig auch mein Gehirn und meinen Verstand. Also erstmal haben alle Motoren bis auf eine Mildhybridisierung. Da setzt man bei Jaguar auf ein 48 Volt Bordnetz. Das ist das gleiche System, was auch Audi macht. Mit einem kleinen Akku, ne, mit einem Riemenstarter-Generator kann man dann halt eben ein bisschen Energie sparen. Wenn euch das interessiert, mache ich euch da mal ein eigenes Video zu, wie das genau funktioniert, sonst würde das hier zu lang werden. Sprechen wir über die Benziner. Da gibt es den P250, ne? Die Zahl steht dann immer in etwa für die PS. Es gibt den P400 und dann gibt es die Diesel mit dem D165, dem D200, dem D300 und dem P400e. Der ist jetzt hier
Ich habe euch ja schon ganz passend erklärt, wo eigentlich die Antriebe hier drin sind. Und hier vorne haben wir jetzt den 2 Liter Vierzylinder Ingenium-Motor von Jaguar. Ganz schön schmutzig hier drin, aber putzen konnte ich heute halt aus Zeitgründen nicht auch noch. Und interessant ist, dieser Motor hat für sich 309 PS. Noch interessanter ist, dass wir hier eine Fahrschule durchfahren haben. Hallo? Und zusätzlich sitzt eben hinten dran ein 143 PS Elektromotor. Die Kraft wird im 17,1 Kilowattstunden fassen Akku hinten gespeichert. Insgesamt haben wir mit dem Allrad und dann mit der 8-Stufen-Automatik von ZF eine Systemleistung von 404 PS, 640 Newtonmeter. Leicht ist er nicht, ne? Es ist eher so eine relativ schwere Schönheit. Der wiegt 2,1 Tonnen und beschleunigt damit in 5,3 Sekunden auf 100, was gut ist. Wird 240 km/h schnell. Zur Reichweite und zum Verbrauch will ich euch noch gar nichts erzählen, weil ihr sollt ja dranbleiben. Wir gehen jetzt rein, ich zeige euch den Innenraum, da hat sich echt schweineviel getan. Dann fahren wir, sprechen über die Reichweite, wie auf der Straße liegt und ob es ein echter Jaguar ist und ob ich ihn mir auch als Facelift immer noch kaufen werde. Das erfahrt ihr beim Fazit. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum und erstmal hier drin hat sich mehr geändert als außen. Die inneren Werte zählen ja. Zuschauer von unserem Kanal wissen das, deshalb abonnieren Sie den jetzt auch. Performance-Sitze sind hier und die habe ich euch ja schon von hinten gezeigt. Die sind mega geil, ohne Scheiß. Das Einzige, was ich so habe hier drin, ist ein bisschen eng. Also sehr viel mehr um die Hüften darf es bei mir nicht werden, sonst passe ich da nicht mehr rein. Perforiertes Leder hier unten, dicke Wangen trotzdem. Hier oben nochmal eine andere Maserung. Jaguar steht hier, Raubkatze auch in der integrierten Kopfstütze. Mehr brauche ich nicht an Sitz. Ja, und jetzt haben wir hier eine relativ dicke Mittelkonsole. Was ich aber mag, dann rückt mir Jessie nicht immer so auf die Pelle. Und schön ist auch, hier unten bekommt sie ihr ganzes Zeug rein, was sie sonst immer in ihrer Handtasche hat, auch sehr gut. Und dann spricht man so ein bisschen über Verarbeitungsqualität. Und dafür schauen wir uns mal das hier vorne an. Das ist so ein gebürstetes Alu mit einer Struktur drin, mega geil. Oyster ist hier Plastik, aber nichts Hartplastik oder so. Nee, ist ja ein Jaguar. Durchgängige Lüftungsdüse, Head-Up-Display für 1.100 Euro, dunkler Himmel und, was ich ja sehr geil finde, ist hier so ein Glasdach. Hallöchen, hier bin ich. Weil, das kann man auch öffnen, das kostet natürlich ein bisschen was, aber das macht natürlich gleich ein mega geiles Gefühl. Und, wie gesagt, von da hinten kommt dann die Jalousie, aber das machen wir jetzt nicht, sonst schlaft ihr mir da draußen noch ein. Jetzt schauen wir mal in die Tür, Meridian-Anlage, seht ihr die Box oben. Es gibt eine unten, gut verarbeitet, auch mit der Struktur hier drin, alles toll gepolstert. Und, ja, die Fensterheber sind ein bisschen weiter nach vorne gewandert, dass man nicht so Dr. Burns-mäßig die so bedienen muss. Hier sehr praktisch. Und dann schaut mal hier, dieser Stummel. Oh Gott, was war das für ein polarisierendes Element im Vorgänger. Jetzt haben wir hier einen sehr üblichen Stummel. Okay, zieht man so nach hinten, fährt los. S-Gasse hier unten. Fahrmodi hier, elektrischer Hybrid und der Lademodus ist hier. Hier kann man lauter und leiser machen dann noch. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal noch schnell das Handschuhfach. Hier ist es. Aber jetzt wäre es, glaube ich, dann doch ganz gut, wenn ihr mal reinkommen wolltet, weil dann kann ich euch noch mehr erzählen. Und jetzt fangen wir nicht mit dem Head-Up-Display an, das ist hier. Ich hoffe, ihr seht es, es ist ein bisschen hell, aber gut im Sichtfeld. Inzwischen, wenn man das so oft gewohnt ist in diesen Testwagen, will man eigentlich nichts mehr ohne. 12,3 Zoll großes digitales Cockpit. Ich weiß gar nicht, warum die immer 12,3 Zoll groß sind. Man einigt sich vielleicht in der Industrie drauf. Alle sind sie 12,3 Zoll groß. Und interessant ist, hier kann man richtig geil das Layout verstellen. Schaut mal, zwei Rundinstrumente hatten wir. Jetzt ist es eins. Karte im Vollbild haben wir jetzt hier. Medien oder die Assistenten oder die Assis kann man auch sagen, da reinmachen. Ich mag allerdings zwei Rundinstrumente und wenn er dann hochfahrt wieder, ja, okay, dann seht ihr, dann habt ihr da noch das Head-Up-Display, was ihr einstellen könnt. Dinge zum Auto eben, Medien, Fahrtenspeicher, also typischer Bordcomputer ist eben hier drin. Kann man sich alles anzeigen lassen. Das R-Lenkrad hier, leider nicht unten abgeflacht, drei Speichen, liegt toll in der Hand. Wir haben hier sich mitdrehende Schaltpedal, die ich mega finde hier drin. Hier habt ihr dann so berührungsempfindliche Flächen, könnt hier auch so durchspielen, Sprachsteuerung hier, Apple CarPlay, Android Auto gehört zum guten Ton. Auf der Seite macht er den Tank auf, mich nerven diese Knöpfe immer, dass ich die drücken muss. Ich will, dass der einfach so aufgeht. Den Kofferraum macht er eben hier auf.
Abstandsregel, Tempomat, Spurhalteassistent, Lenkrad, Heizung ist hier. Und ich finde es auch geil, dass wir hier noch dieses Ding haben, wo wir einfach so lauter leiser machen können. Hier eben der neue Gangwahlhebel. Und jetzt interessant, es ist ja ein Plug-in-Hybrid, was ist anders? Dieser kleine Taste, EV. Und wenn man die jetzt drückt, könnt ihr Hybrid, EV oder den Füllzustand halten. Und dann gibt es noch den Fahrmodus-Schalter. Kann man dann hier rausholen oder reinmachen. Eco, Regen, Schnee habt ihr hier zum Beispiel. Komfort oder Dynamic auch gut. Und wenn er den nicht mehr braucht, macht er ihn weg. Hier ist er übrigens, der Schlüssel. So sieht er aus. Ganz interessant. 12 Volt Steckdose, induktive Ladebuchse. Kostet extra, gibt es dann extra. Hier alles für die Steuerung der Klima übrigens auch. Das ist sehr praktisch, sehr gut. Sitzheizung macht er dann hier. Coventry Jaguar seit 1953, geil. Hier habt ihr noch ein Fach, USB-C, USB-Stecker, 12 Volt Steckdose. Könnt das auch hier auf- und zufahren, wenn es euch nervt, wenn ihr da irgendwie reinaschen wollt oder so. 11,4 Zoll großes PV ist allerdings die Hauptneuerung. Hier oben findet ihr dann einen rahmenlosen Innenspiegel. Alles andere wäre nicht Jaguar gemäß, okay? Und jetzt dieses System. Ich könnte eine Stunde drüber referieren, aber schönes. Navi, ganz schnell. Apple CarPlay Android Auto haben wir hier, ganz schnell. Und dann haben wir hier ganz schnell die Musik. Und hier ganz ausführlich könnt ihr die Sitze euch anschauen, inklusive Sitzheizung dann hier. Hier geht es immer wieder zurück. Die Klimasteuerung könnt ihr euch hier anschauen. Also, das ist ein System, was nicht wie bei Tesla extrem überladen ist, sondern bedienbar während der Fahrt. Das finde ich ja sehr wichtig. Und was ich geil finde, ist ja immer, sind so edgy Dinge, ne? Wie wenn ihr so ein Auto hier so drehen könnt zum Beispiel. Hier dann in so einer 360-Grad-Ansicht. Schaut mal, wie schön sich das hier dreht. Mega gut, könnt ihr dann von allen Seiten euch anzeigen lassen zum Beispiel. Sowas gefällt mir ja, ich bin ja da so ein kleiner Techie. 360-Grad-Kamera ist das EV interessant, da habt ihr die Reichweite elektrisch, die Gesamtreichweite, den Ladezustand habt ihr hier, das ist ganz spannend, kommen wir beim Fahren zu. Abfahrtszeiten könnt ihr halt voreinstellen, bevor ihr fahrt. Ja, hier haben wir dann alles zum Fahrstil, den Energieverbrauch, Eco-Tipps und ein Protokoll. Heißt, der Deutsche kann hier alles ja, auswerten, was er braucht. Genauso hier habt ihr dann Motor, Lenkung, Aufhängung, Getriebe, adaptives Fahrwerk übrigens, was ihr verändern könnt. Eine Stoppuhr, Rundenzeiten und ein G-Kraftmesser. Auch ganz interessant. Ja, diese Oberflächeninformationen hier, da seht ihr, was machen die verschiedenen Fahrmodi hier. Eine Verteilung vom Allrad vorne hinten, sehen wir dann bei der Fahrt. Sprachsteuerung hier, Anfahrhilfe, Berganfahren, Abfahrhilfe sollen verbessert worden sein. Jetzt im Facelift übrigens auch Navigation. Und ganz Interessantes übrigens, hier ist eigentlich der Homebildschirm. Und wenn ihr hier so rüber wischt, könnt ihr euch hier ja so verschiedene Sachen dann noch hier reinziehen. Fahrweise zum Beispiel, EV, also alles, was wir bei der Fahrt dann brauchen, hier wieder weg. Und dann ist es dann hier drin. Mega praktisch. Aber jetzt würde ich sagen, habe ich fast 10 Minuten über Innenraum gequatscht. Und da ist es auch wert. Was wir jetzt machen ist, losfahren. Ja, bisher war es viel Geplänkel, viel Vorspiel. Jetzt wollen wir endlich mal losfahren. Ich hätte gern so ein Geräusch drüber, wenn ich durch meine Haare fahre. Darum geht es überhaupt nicht. Wir machen das Auto jetzt hier an und dann fährt das da vorne schön rein. Die Rundmeter, wie Jesse immer sagt. Und jetzt habe ich euch ja gesagt, die wichtigste Taste hier ist der EV-Modus bzw. der Safe- oder der Hybrid-Modus für den Alltag. Wir ziehen jetzt den Gangwahlhebel nach unten. Hier ist er, Jesse, da, genau da, weil der ist ja neu. Das ist wichtig. Und jetzt haben wir hier eine Energieflussanzeige, die ist noch wichtiger, weil ihr könnt genau sehen, was arbeitet jetzt eigentlich hier. Verbrenner, Elektromotor, wie wird der Akku belastet, Vorderachs, Hinterachs, ist ganz interessant. Noch interessanter ist, gehe ich jetzt vom Gas, seht ihr das schön hier oder auch vorne in der Anzeige, rekuperiert dieses Auto. Heißt, der Elektromotor dient andersrum als Generator und lädt damit den Akku, der ja hinten sitzt, wieder auf. Was ist so gut daran? Naja, so gut und so wichtig daran ist, wenn wir in der Stadt sind, bremsen wir oft, fahren wieder an und bei einem normalen Verbrenner, außer er hat jetzt die 48 Volt Mildhybridisierung, der reinen Verbrenner hier, ja, geht die Energie ja einfach verloren. Hier können wir sie wieder einfangen. Deshalb ist es so ein gutes System fürs Gelände. Und wenn er jetzt mal guckt, ich mache jetzt nochmal aus, deswegen haben wir hier den Parkplatz. So, aus. Und nochmal an. Dann sieht man hier nicht nur die Reichweite, die rein elektrische noch, sondern ihr hört, der Verbrenner geht an
Und dann fahren wir los und man fragt sich so, warum geht der nicht rein elektrisch an? Liegt das vielleicht am Fahrmodus, in dem wir hier sind? Air Dynamic oder Komfort hier? Jedenfalls im Hybridmodus überlegt das Auto intelligent selbst, was ist jetzt der richtige Modus, um möglichst viel Energie zu sparen. Und das ist ganz gut. Aber jetzt sind wir im Eco-Modus und natürlich können wir das Auto natürlich dazu zwingen, elektrisch zu fahren. Seht ihr jetzt hier, alles ist grün. Der kleine blaue Elektromotor hier arbeitet. Und jetzt merkt man auch, wenn man Gas gibt, oh ja, das geht schon ein bisschen, ist nicht so krass, wie wenn wir jetzt den Verbrenner dazu holen. Aber gehen wir jetzt hier vom Gas, also von nach vorne quasi oder Elektro, rekuperiert der jetzt hier auch wieder. Interessant ist, es gibt noch den Safe-Modus. Und der Safe-Modus, der ist dafür da, dass wir den Füllzustand vom Akku, der jetzt bei 31 Kilometer Reichweite liegt, ja nicht ausgeben. Weil wenn London jetzt zum Beispiel in Zukunft eine emissionsfreie Zone wäre, müssten wir ja da emissionsfrei dann fahren, also elektrisch, also bräuchten wir da einen Füllzustand, können wir hier machen. Einen Lademodus habe ich leider nicht gefunden, wo man über den Verbrenner dann, wenn es sein muss, was ja energiepolitischer Unsinn ist, dann den Akku laden können, gibt es hier wohl nicht, aber das reicht aus meiner Sicht auch. Das andere ist eigentlich eh ein bisschen auch Quatsch. Aber für die meisten interessant wird der Hybridmodus sein, weil dann muss man nicht viel nachdenken. Ihr habt ja hier auch noch die ganzen Offroad-Modi zum Beispiel und Komfort auch interessant. Dynamic hier auch ganz spannend, weil da ändert sich das Lenkgefühl, die Dämpfung, die Gasannahme hier drin. Und wenn man jetzt mal hier ein bisschen schneller in eine Kurve fährt auf dem Parkplatz, dann ist es eben immer noch ein echter Jaguar. Und jetzt zeige ich euch mal was. Wir haben ja hier den Dynamic-Modus. Hier ist übrigens Motorlenkung auf dem Getriebe, ändert sich. G-Kräfte wären hier auch interessant, Rundenzeiten. Aber wir haben hier die Surface Information. Und da seht ihr die Verteilung der Kraft von vorne nach hinten. Und ihr guckt jetzt mal da drauf, ich fahre schnell in eine Kurve. Und dann seht ihr so ein bisschen, wie dieses Auto eben arbeitet. Ne? Und gerade jetzt, wenn man so ein bisschen schneller hier drüber fährt, über so einen Schotter, dann geht der natürlich ein bisschen quer und ihr seht, was hier vorne passiert. Erstmal das ganze Gepäck hinten drin wirbelt rum ohne Ende. Aber warum habe ich das gemacht? Nicht nur, weil ich so ein Parkplatz-Driftspinner bin, sondern weil hier drin ja ein sehr intelligentes Allradsystem ist. Und wenn man jetzt hier schneller in Kurven fährt, ne, dann verteilt sich die Kraft flexibel von vorne nach hinten. Das System ist, und das seht ihr hier im normalen Dynamic-Modus, sehr hecklastig abgestimmt. Und das ist natürlich aus meiner Sicht richtig gut für einen Jaguar und richtig echt. Ja, das haben wir jetzt gesehen, also gehen wir mal schnell wieder zurück hier zu der Reichweite. Und bei der Reichweite ist es natürlich auch mega interessant, weil die Reichweite ist ja angegeben mit 53, 57 Kilometer, WLTP, NFZ, Stadt, Nicht-Stadt, da gibt es ganz unterschiedliche Werte. Ne? Aber interessant ist natürlich, wie weit sind wir wirklich gekommen? Und ich würde sagen, wir wären 43 bis 45 Kilometer rein elektrisch gekommen. Aber da ist natürlich jetzt auch wieder so die Sache, da kommt es drauf an, wie man fährt, wie viel rekuperiert man, wie viele Ampeln haben wir drin. Das Auto ist tendenziell relativ schwer. Die Achtgang-Automatik von ZF ist toll. Ihr könnt dann hier auch eingreifen am Lenkrad. Ihr braucht relativ viel Drehmoment, dass der geht, aber der hat hier halt 640 Newtonmeter. Und wenn er geht, dann geht er halt so richtig. Ne? Und dann ist es ein Jaguar, gut abgestimmt, adaptive Dämpfer, Sound. Ja. Sound hat er auch, ist ganz offensichtlich ein Soundgenerator, der auch Spaß macht. Head-Up-Display liegt hier gut drin. Aber jetzt haben wir ja natürlich eben nicht nur den rein elektrischen Modus oder die Kombination im hybriden Modus, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit, der Hybrid ist hier drin, dass wir eine Mischkalku fahren. Heißt, wir fahren dann so, ja, ich würde sagen, mit 3-4 Liter Benzin haben wir es geschafft und dann so an die 20 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilometer. Das kommt natürlich jetzt ganz stark drauf an, was ihr macht. Ne? Wenn ihr jetzt hier den EV-Modus drückt oder immer mal wieder drückt oder euer Fahrprofil sich anpasst, dann ändert sich das. Aber so, das ist der Wert. Ich glaube, 2,4 Liter bzw. 17 oder 18 Kilowatt ist laut WLTP angegeben, was ja wirklich gar nicht so schlecht ist. Aber ansonsten würde ich einfach mal sagen, mein Resümee zum Auto, was ja 240 km/h schnell wird, ist ganz interessant, weil das ist ein Dynamiker. Man sitzt hoch, hat eine gute Übersicht. Die Lenkung ist typisch Jaguar. Ne? Das ist jetzt nicht hier, dass man hier so rumfährt und sagt so, ey, die Lenkung, die ist aber ein bisschen nervös in der Mittellage oder ein bisschen synthetisch. Nee, nee.
Auch das Fahrwerk, das sagt man nicht, ja, das ist aber jetzt ein bisschen schwammig, ein bisschen weich. Nee, das ist nämlich ein Jaguar. Und die Briten nehmen das verdammt ernst mit der Fahrdynamik. Und jetzt ist es ein bisschen schade, dass wir nicht in Spanien irgendwo auf einer Rennstrecke sind, sondern eben nur hier. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch alles dazu erklären konnte. Was wir jetzt machen, ist ja eigentlich nur 100 Meter zurückfahren und ich zauber euch ein Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit und erstmal besprechen wir die wichtigen Fragen des Lebens. Nummer eins, warum sind wir eigentlich nicht in Spanien? Da sprechen wir jetzt nicht drüber. Nummer zwei, warum würde ich mir den F-Pace kaufen, wenn ich denn ein Kompakt-SUV wollen würde? Weil ich ihn einfach mega schön finde. Nummer drei, was halte ich vom Facelift? Sehr gelungen, optisch außen, aufgefrischt, innen, brutal modern und der Plug-in-Hybride ist hier jetzt endlich drin und da haben wahrscheinlich viele drauf gewartet, oder? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Nummer 4, und jetzt höre ich auf mit Aufzählung, weil ich bin gar nicht so sehr der Zahlenmensch. Was halte ich vom Plug-in-Hybrid und wenn ich mir denn den dann kaufen würde, würde ich ihn mir vielleicht sogar als Plug-in-Hybrid kaufen? Hat mich Jesse gefragt. Nein, würde ich nicht. Ich würde ihn mir als Diesel kaufen, weil ich halt Vielfahrer bin. Und Vielfahrer brauchen keinen Plug-in-Hybriden, weil die schleppen einfach nur unnötig viel Gewicht mit sich rum aus meiner Sicht. Ich weiß allerdings, dass gerade diese Menschen von der Förderung profitieren. Warum? Ja, weil diese Menschen die sind, die eben Dienstwagen fahren und da 0,5% Dienstwagensteuer zum Beispiel nur zahlen. Außerdem ja, bekommt ihr ja auch noch eine Kaufpreisprämie hier drin. Und selbst in der S-Ausstattung ist der noch förderfähig bis 65.000 Euro, denn da zählt nicht der Bruttopreis, sondern der Netto-Listenpreis. Und jetzt wird es interessant, wo beginnt er? Also erstmal beginnt der mit dem kleinen Diesel und der ist wirklich einigermaßen klein. Ja, bei 54.000 Euro. So wie er hier steht allerdings als Plug-in-Hybrid beginnt er bei 70.700 Euro. Netto ist es offensichtlich unter 65.000 Euro und das ist ein guter Preis. Jetzt haben wir hier allerdings AirDynamic drin zum Beispiel. Fast, naja, echt richtig viel Ausstattung und da bekommt man den garantiert auch an die 80. Vielleicht sogar ein bisschen über 80.000 Euro ist ein Wort, aber es ist ein Jaguar, Leute. Und das ist auch wichtig, weil der Auftritt mit einem Jaguar ist ein Premium-Auftritt und das mögen die Leute. Und das ist ja auch bei einem BMW X3 oder bei einem Mercedes GLC oder auch bei einem Volvo XT60 gar nicht so viel unterschiedlich. Ich bin Fan vom Auto. Für wen ist der Plug-in-Hybrid eigentlich was? Für Leute, die den oft laden, die viel Kurzstrecke fahren in der Stadt, zu Hause eine Wallbox haben zum Beispiel oder beim Arbeiten laden können. Und jetzt sprechen wir ein bisschen über unser Kooperationspartner. Die haben sich nämlich ewig auf dieses Review gefreut, weil die wissen, dass dieses Auto auch oft geleast wird, weil es eben im Leasing auch einigermaßen preiswert ist. Preiswert ist ein dehnbarer Begriff, ne? Das ist GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen unter den etablierten Leasinganbietern, sind selbst etabliert und suchen für euch den garantiert besten Preis. Hier seid ihr allerdings gelandet in München, nicht in Spanien bei The Car Crash Review. Ich bin der Jan, euer Autotester des Vertrauens. Abonniert den Kanal, macht das und für die Deutschen da draußen, es kostet nichts. Macht das, das ist eine gute Sache. Lasst uns zusammen ein bisschen Spaß haben. Ja, und bis bald.